Herzlich willkommen zu unserem ersten Video, das wir nicht in Europa erstellt haben. In diesem Video klären wir euch erstmal auf, wo wir mit unserem Flug angekommen sind. Dann werfen wir nur ganz kurz einen Blick in ein Museum. Wir fahren an einen Turm, der nicht nur hoch, sondern auch mit Magenkrummeln zu tun hat. Wir gewähren einen kurzen Blick in eine fast menschenleere Innenstadt. Am Schluss zeigen wir euch dann noch, welche Eindrücke wir aus diesem Land mitgenommen haben, die wir euch in einem weiteren Video zeigen wollen. Alles haben wir wieder in Kapitel unterteilt, sodass ihr je nach euren Interessen vorspulen könnt. Wir setzen nun zur Landung an und wünschen viel Spaß beim Video. Ja, wahrscheinlich habt ihr diese Silhouette nicht erkannt. Wir wollen jetzt auflösen, wo wir sind. Ihr habt ja viel geraten und viele haben auf Amerika getippt. Das ist natürlich auch richtig. Wir sind in Amerika und an der Silhouette habt ihr das wahrscheinlich eher nicht erkannt. Wir sind an einer der schönsten Städte von der Welt. Vielmals von verschiedenen Fachmagazinen und Reisejournalisten ausgezeichnet. Aber diese Stadt liegt nicht in USA. Nein, wir sind nämlich nicht in den Staaten. Wir sind nämlich in Kanada. Und wo sind wir da? Und eben, wir sind in Calgary. Und eben, das hat auch einen ganz bestimmten Grund. In Calgary lebt seit 17 Jahren unser Sohn. Und er hat da Familie. Und natürlich ist es ja klar, dass man sich mal gegenseitig besuchen möchte und mal wieder sehen. Durch die Pandemie musste man jetzt viele Jahre darauf verzichten und deshalb haben wir das jetzt einfach in Angriff genommen. Und deshalb sind wir jetzt in Kanada. Und wenn wir auf Reise gehen und so viele freundliche Mitreisende haben in Deutschland, dann und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, dann nehmen wir natürlich unsere Kameras mit und wollen euch unsere Eindrücke, die wir da erleben, auch zeigen. Auch vielleicht interessant für den einen oder anderen, der sagt, ich möchte mal nach Kanada mit dem Wohnmobil fahren. Ja, das dürfte hier nämlich überhaupt kein Problem sein, zumal hier wirklich alles XXXL ist. Genau. Und warum wir das nicht gemacht haben mit dem Wohnmobil, das erzählen wir euch dann, wenn wir Kanada wieder verlassen. Genau. Dann machen wir ein Fazit dazu. Ja. Und dann erklären wir auch was zum Tesla, da gibt es auch was zu sagen. Aber wir testen die noch ein bisschen. So, und jetzt geht es erstmal in die Stadt rein, nach Calgary. Ja, also, genau. Wer Lust hat, bleibt einfach dran. Ja. Los geht's. Erster Pflichtbesuch in Calgary war natürlich das Fort, das im Jahr 1875 errichtet wurde. Um das Fort herum entstanden die ersten Siedlungen und daraus entwickelte sich die kosmopolitische Großstadt mit mittlerweile wohl über 1,5 Millionen Einwohnern. An das Fort ist ein Museum angeschlossen, das ein paar Eindrücke aus der Gründerzeit darstellt, aber nicht unbedingt eine Attraktion ist. Kommt man nach Calgary, sollte man natürlich auf den bekannten Calgary Tower hochfahren. Der Tower liegt in Downtown und wurde 1968 fertiggestellt. Damals war der knapp 191 Meter hohe Tower das höchste Bauwerk der Stadt. Heute wird er allerdings von vielen Hochhäusern deutlich überragt.
Als Besonderheit gilt das Drehrestaurant, mit dem man einmal in der Stunde eine komplette 360-Grad-Ansicht von Calgary hat. Eine Herausforderung ist für viele auch der Glasboden. Wie es uns dabei erging, das seht ihr gleich. So, und jetzt gibt es einen Skyburger im Tower von Calgary. Passt lustig, oder? Das Restaurant dreht sich. Also super Aussicht. Und dann gehen wir noch an den Glasboden. Noch eine bessere Aussicht. Theoretisch ist das alles ganz einfach, aber für manche stellt es eine Herausforderung dar. Jetzt du! Jetzt du! Nicht runterschauen! Jetzt geht runter! Ich schaue das nicht mehr. Ich will nicht drauf. Nee. Was ist denn? Das wird das Gewicht. Das geht durch die Rechte. Glas brechen würde. Das sieht man da vor Risse. Ja, das wird nichts. Da war ich schnell. An dieser Stelle wollte ich die Mutprobe erstmal abbrechen und mir lieber Calgary von oben anschauen. Aber wir kommen nochmal zum Glasboden zurück. Nach ein paar aufmunternden Worten meines Enkels ging ich nochmal an den Glasboden zurück. Mit richtigen Enkel geht alles. Die Mutprobe haben wir drei bestanden. An alle Regeln haben wir uns auch gehalten. Und so können wir den Tower mit gutem Gefühl wieder verlassen. Nun werfen wir noch einen Blick in die größte Foodmeile in Towntown von Calgary, die größte Einkaufsmall in Calgary und den Devonian Garden, den größten Indoor-Garten von Calgary. Im Helle schmeckt es, gell? Warum? Eine Lieblingslokale. Burger in allen Varianten. Das ist kein Burger, das ist eine Pizza. Gibt's auch. Ist auch chinesisch. Wir zeigen es euch. Also wir sind hier in einer Shopping Mall, ziemlich groß. Und jetzt machen wir gerade eine kleine Pause. Und ja, in Hölle schmeckt's. Ich habe schon was gegessen, nicht dass ihr meint, ich schaue nur zu. Ich habe Chinesisch gegessen. Naja, ja, ich habe Chinesisch gegessen. Jetzt lassen wir der Helle noch in Ruhe alles fertig essen. Na, zeigen wir euch alles natürlich. Gell? Ja, mach noch ein paar Fotos. Zur Klarstellung. Die Einkaufsmall in der City von Calgary wirkt natürlich sehr bescheiden, im Gegensatz zu den großen Malls, wie Einkaufszentren hier genannt werden, die sich im weitläufigeren Stadtbereich von Calgary befinden. Jetzt sind wir im Devonian Garden, der 1977 eröffnet wurde. Er enthält über 20.000 Pflanzen, Koi-Deiche, Brücken und Wasserfälle. Erst 2012 wurde der 1 Hektar große Indoor-Garten für 37 Millionen Dollar renoviert.
Nachdem wir dieses Areal schon von früheren Besuchen in Calgary kannten, staunten wir nicht schlecht, dass so wenig los gewesen ist, aber wir erfuhren erst im Nachhinein, dass wir an einem Feiertag in Kanada Calgary Downtown besucht hatten. Calgary hat übrigens mittlerweile 1,5 Millionen Einwohner und liegt in der kanadischen Provinz Alberta. Der Wohlstand von Alberta bzw. Calgary liegt an den vielen Erdölfirmen, die hier ansässig sind und in Alberta Erdöl fördern bzw. gewinnen. Weiter ist die Gegend bekannt für die großen Farmen, insbesondere Farmen für die Rindfleischproduktion. Alberta, so habe ich mir sagen lassen, versorgt damit ganz Kanada. Das waren unsere ersten Eindrücke von Calgary. Wir hoffen, dass euch dieser Zusammenschnitt gefallen hat und dass wir euer Interesse für unsere weitere Reise in Kanada geweckt haben. Was wir auf dieser Reise noch zu bieten haben, ist ein Besuch bei einem Reisemobilhändler, der uns freien Zugang zu seinen Wohnmobilen gewährt hat und von denen wir zwei näher angesehen haben. Weiter werden wir natürlich auch von Ausflügen berichten. Wir waren in den Badlands, am Elbow River und am Buffalo Jump, haben uns aber auch den Olympiapark angesehen und last but not least nehmen wir ausführlich Stellung, was wir von der Elektromobilität, insbesondere nach 10 Tagen Tesla-Fahren, zu berichten haben. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und melden uns bald wieder. Tschüss!